Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Digimon Survive. Wieder im Stream, wie gesagt, Link ist in der Beschreibung. So, wir labern erstmal mit Kaito. Die Frau ist einfach aufgetaucht und hat mich angesprochen. Und sie hatte Mios Tasche. Oh ja, was ist mit Mio? Stimmt, ich kann sie nirgendwo sehen. Wo ist sie? Ich weiß nicht, wir waren eine Weile zusammen, dann war ich eine Sekunde weg und sie war fort. Das ist furchtbar. Dann taucht plötzlich diese Frau auf und hat Mios Sachen. Das wirkt verdächtig, aber deswegen ist sie ja noch kein verkleidendes Monster. Wir haben bisher nur Monster getroffen, warum sollte sie keins sein? Ich weiß nicht so recht, ob das logisch ist. Siehst du, er ist überzeugt und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe nur mit ihm gesprochen, weil er der Einzige in der Nähe war. Und was sagst du? Sag jetzt nicht, dass du das für bare Münzen nimmst. Ich war nicht weit weg von meinem Haus. Dann war da plötzlich dieser seltsame Nebel und ich habe mich verlaufen. Ich war an einem völlig fremden Ort. Ich bin weitergegangen, bis ich diesen Jungen sah. Und die Tasche lag am Wegesrand. Ich wollte sie zurückgeben, falls ich die Besitzerin finde. Nun, klingt ziemlich logisch für mich. Für mich auch. Allein die Tatsache, dass sie Mios Tasche hat, ergibt gar keinen Sinn. Kaito, ganz ruhig. Könntest du bitte eine Minute still sein? Mir kommt nur seltsam vor, dass sie anscheinend ganz ohne Monster sicher ist. Monster? Was meinst du mit Monster? Wen nennt ihr hier ein Monster? Ach du meine Güte. Was ist das? Klingt eher gespielt als nach echter Überraschung, aber vielleicht sehe ich Gespenster. Ah, was ist Ryo? Mami. Wie bitte? Sie erinnert mich an meine Mutter. Sie ist ein guter Mensch, da bin ich mir sicher. Ja. Kaito und die Frau sagen komplett unterschiedliche Sachen. Wem sollen wir glauben? Warum fragen wir nicht nach der Geschichte der Frau? Warum schlägst du das vor? Nur so ein Gefühl. Und es ist ja nicht so, als hätte ihre Geschichte Lücken. Außerdem ärgert es mich, dass Kaito nicht zuhören will. Er redet nonstop davon, dass man ihr nicht trauen kann. Totale Scheuklappe. Ach. Ah, dein Gesicht sieht lustig aus, Saki. Ganz zerknirscht. Ach komm schon, guck mich nicht an, wenn ich so drauf bin. Okay, ich verstehe, was du meinst. Die Frau ist total verdächtig, traue ihr nicht. Wie kann ich es euch erklären? Ich glaub dir. Na dann, danke. Ja, Mami. Kaito, wenn du ihr nicht traust, was ist die Alternative? Kannst du das mal erklären? Was? Komm mir nicht so. Wenn du dich mit mir anlegst, geht das übel für dich aus. Hör auf, Leute anzumachen. Siehst du, das ist das Problem mit dir, Kaito. Du gibst nie nach und schikanierst Leute, bis du deinen Willen hast. Ah, das will ich gar nicht hören. Es geht hier nicht um meine Probleme, okay? Bitte hört auf, euch zu streiten. Kaito und die Frau sagen komplett unterschiedliche Sachen. Wen sollen wir glauben? Wenn du mich fragst, sollten wir mehr mit der Frau reden. Warum denn? Schau sie dir doch mal an. Mann, die riecht sogar toll. Ah, Minoru, du siehst ganz lustig aus. Dein Gesicht ist ganz rot. Minoru, sei doch mal ernst. Ich bin ernst. Ich gehe eben nicht nach dem Aussehen, weil ich so verwirrt bin. Okay, gut. Ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Kaito und die Frau sagen komplett unterschiedliche Sachen. Wem sollen wir glauben? Wir sollten uns anhören, was Kaito zu sagen hat. Gute Idee, Aoi. Genau das sollten wir tun. Labramon, ist das alles, was du gerade zu sagen hast? Okay, wie kommst du drauf? Es ist einfach meine Intuition. Ich würde eher Kaito glauben, weil er ein Freund ist. Das und die Geschichte der Frau klingt etwas zu passend. Weiß nicht, an ihr zu zweifeln, nur weil sie Mios Sachen hatte, ist etwas... Nein, total schwach. Kaito, bist du da nicht etwas vorschnell? Was ist mit dem, was sie zu sagen hat? Ah, jetzt kommt schon, Leute. Takuma, du musst doch erkennen, dass hier etwas nicht stimmt. Ja, also ich glaube, wir wissen noch nicht ganz genug, um sicher zu sein. Warte mal kurz, hat der Professor nicht gesagt, dass nur Kinder geopfert werden? Und wäre es dann nicht seltsam, dass hier eine Erwachsene auftaucht? Ach, und bei der Professorin... beim Professor ist es nicht egal. Ja, du hast recht. Ich bin mir unsicher, also die Opfer könnten ja gar nicht damit zu tun haben. Außerdem kam der Professor als Erwachsener hierher. Vielleicht ist es gar nicht so seltsam. Ach ja, Wen kümmern ein paar zufällige Vermisste? Sie hat was mit Mio gemacht. Mann, es wird langsam langweilig. Hörst du mal damit auf? Und was macht ihr dann überhaupt hier? Wir wollen zu dem Funkturm da drüben. Funkturm?
Es gibt ja keinen Empfang. Wir hoffen, dass unsere Handys dort funktionieren. Eure Handys? Genau, dann können wir Hilfe rufen. Wir könnten sie auch nach Hause bringen. Oh, das wäre wunderbar. Wenn ihr zum Funkturm kommt wollt, kenne ich einen Weg dahin. Wirklich? Das wäre eine riesige Hilfe. Oh ja, da vorne ist eine Gefährte, das euch da hoch... Ein Gefährt, das euch da hochbringt. Was, wie heißt das nochmal? Ich erinnere mich an eine Seilbahn. Ich kann euch dort hinbringen. Wow, wer hätte gedacht, dass es da eine Seilbahn gibt? Genial, das macht es leichter. Ganz sicher, danke für den Tipp. Moment mal, irgendwas passt da nicht zusammen. Warum sind sie dann hier? Wie meinst du das? Wenn sie den Weg zum Turm kennen, warum sind sie dann hier, wo es keinen Empfang gibt? Oh ja, das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt klang es anfangs so, als ob sie gar nicht wüssten, was der Turm ist oder ein Handy. Was, sie sind also ein Monster? Himmel, nein, ich dachte nur, jemand könnte in der Nähe sein, also habe ich nachgesehen. Ich habe überall nach Hilfe gesucht und diesen Funkturm zur Orientierung benutzt. Bitte entschuldigt, falls das missverständlich war, ich bin manchmal etwas zerstreut. Oh, alles klar, tut mir leid, wenn wir das falsch verstanden haben. War es ein Missverständnis? Die Erklärung gerade war ziemlich fadenscheinig. Das Ganze ist ganz komisch. Aber jetzt, ich glaube, jetzt wird jetzt wieder synchronisiert. Sate, sate, Omaira. Hanashiai mo ii ga yo. Konna toko de uda uda steru hima nee ja nee no? Tashikani so da ne. Bokura wa hayaku denpatou ni ikitai shi. Kaito wa... Hayaku Miu wo mitsuke nee to. Dakara sassa to hanashi yagare. 落ち着けってば、いちいち暴れんな。まったく、手のつけられん乱暴者だな。まったくだよ。んで、どうすんの？カイトを信じるか、この人を信じるか、だっけ。この人が正しい。ママは、正しいんだ。私、正直に言えば、この人をあまり信じられないけど、電波塔への道を知ってるなら教えてもらいたいわよね。そうだね。信じる信じないは別として、僕らには今目的があるわけだし。道案内があるならいいじゃない、迷ったら大変だもの。でもアグモンたちは迷わず行けたんだよね。僕、生き方は知らないよ。え、そうなのか。すまん、これも言いそびれていた。俺たちは電波塔を遠くから見つけただけなんだ。じゃあ危うく道に迷うところだったのか。だったらなおさらいいじゃん、道案内してもらおうよ。そうよね、迷いたくはないものね。ちょっと待てよ、こいつの話を信じるのか。こいつはミュウをさらった怪物だぞ。ですから、それは誤解です。ああ、また話が戻っちゃった。タクマ、いい加減決めようぜ。そうだな。Diese Frau kennt zwar den Weg zum Turm, aber sie wirkt irgendwie verdächtig. Kaito ist zwar ein Freund, ist aber gerade nicht ganz zurechnungsfähig und er denkt zu sehr an Miu. Ja. Kaito oder der Frau? Ich glaube Kaito mehr. Sie ist auf jeden Fall seltsam. もういい、俺は一人ででもミュウを探すぜ。あばよ、お前ら。あ、こら、勝手に行くな。もうしょうがないな。説得して連れ戻してくれ。みんなは先に行ってて。君まで、そんな勝手な。僕とアグモンがいなくても電波塔には行けるでしょ。でもカイトの説得は時間がかかるかもだから、先に調査とかしておいてくれると助かる。
オッケー、任せとけ、タクマ。僕たちも行く。ハル、ミユキ。Mann, wenn ich mich nicht spute, fühle ich Kaito. Ich kann jetzt das nicht besprechen. Wakata. Zettai ni boku kara hanarenai de ne. Iko, Agumon. Verwundert euch nicht, dass ich gerade aufgestanden bin. Ich habe das Fenster aufgemacht, weil es hier drin trotzdem immer noch scheiße war. Es ist nicht mehr so schlimm. Aber trotzdem nicht gerade angenehm. Ah? Nanda. お前もこっち来たのかよ、タクマ。なんだじゃないよ。まったく、勝手に一人で行動して。お前だって、勝手に俺についてきてんじゃねえか。いや、せっかく再会できた仲間を、一人にはしたくないだろう。そうかよ。小せえおまけを連れてくるくらい心配だったか。おまけ？ああ、二人とは初めてだよね。一緒に行動してるみゆきとハルだよ。よろしく。よろしく。ま、何でもいいけどよ、勝手についてきたんだから足手まといになるんじゃねえぞ。Ja, warte mal, habe ich mich jetzt mit denen getrennt? Habe ich nicht alle Digimons? Oh, doch, habe ich. Dracomon. Zu was digitierst du? Sangloopmon. Ach, der kann sich schon digitieren. Okay, das wird bei dem halt einfach eiskalt übersprungen. Oder bei den anderen ist noch ein Fragezeichen, oder? Ja. Der kann sich einfach schon digitieren. Wo ist Kumemon? Ja, okay, krass. Nein, jetzt bin ich auf die Weltkarte gegangen, das wollte ich nicht. Ja, da ist Meramon. Habe ich aber schon privat versucht. Ich hab mir jetzt schon so oft gegen ihn gekämpft, der wollte nicht einmal in mein Team rein. Aha. Was ist das? Oh, große Pflaster. Way. Was ist das? Oh, große Pflaster. Yay. Dieser Schatten. Ah? Kämpfen. Dann testen wir gleich mal Dracomon. Ich dachte eher, der wäre so Impon. Oh, hallo. Das ist doch der, wo so Ding... guck, die anderen sind nicht da. Ja, gut. Wen trainieren wir dann? Gomamon. Scheiße, bei Gomamon habe ich keine Degradation freigeschaltet. Ah, scheiße, das heißt, die anderen sind doch nicht da. Das ist natürlich nicht gut. Noch eine Truhe außer die da hinten? Nein. Sinnlose Kämpfe versuche ich möglichst aus dem Weg zu gehen. Gut, Rückzug. Ich hätte, wir denken unterschiedlich. Hä? Ich dachte, du willst nicht kämpfen. Wenn ein Freund irgendwo Ärger macht würde, wie würdest du damit umgehen? Wird schimpfen? Enttäuscht mich nicht, okay. Manchmal muss man emotional statt. Ja, ist jetzt ist sowieso egal. Wow. Ja, tatsächlich. Das sieht aber auf jeden Fall stylisch aus. Schlachtmesser.
Komme ich mit Birdramon da ran? Ich will die Truhe haben. Ja, jetzt so stark ist er nicht. So, jetzt müsste ich mit Birdramon das Ding kaputt machen können, aber. Ausdauerkristall, okay. Ach, der heilt sich dabei. Interessant. Komm, gib mir so ein Digitations-Item. Ja, schön. Kleines Grillgut. Ja, ich tue durch alles, weil grundsätzlich, wenn es möglich ist, ich habe mich ja noch nicht gespoilert, möchte ich beim zweiten Run eigentlich nicht so viel erkunden mehr müssen. Okay. In unserer Wandung nicht schön? Ja, schön. Eine warme Brise? Ja, warm. Hey, Takuma. Meistens, das sind sie ziemlich viele Wörter für die beiden. Ah, Mann, manche Leute sind echt komisch. Okay. Hey, wonach sieht diese Wolke aus? Eine Wolke? Hier und die hier? Eine Wolke? Der Fels sieht komisch aus. Ja, komisch. Wie sieht das für dich aus? Ein Fels. Hey, mir gefällt langsam, wie die beiden miteinander reden. Sie verstehen sich so gut. Ich schätze mal, solange sie Spaß haben, ist das Wichtigste. Aha. Wieder sinnlose Dialoge. Ah, cool. ここも校舎に負けず踊らず口かけてるのね。これ、ロープウェイは動いてるのか？決まった時間ごとに自動で動いているんです。もう少ししたら来ると思いますよ。え、電気が通ってるんですか？あの校舎では電気もつかなかったのに。電気じゃなくて不思議な力で動いてたりして。ファルコモンたちもいるし、 Mir fällt jetzt gerade auf, dass ich nicht synchron bin. Also ich habe eine Verzögerung in meinem eigenen Bild. Und ich wüsste gerne warum. Okay. Ich lasse es mal jetzt. Also ich werde es jetzt mal so normal ohne Cam machen. Weil mein Gelaber ist ja scheinbar mindestens nicht asynchron. Aber irgendwas stimmt bei den Einstellungen auf jeden Fall nicht. Ich bin auf jeden Fall zu laut, das habe ich jetzt auch gerade schon gemerkt. Warum auch immer. Und ich habe eine Verzögerung in der Cam. Deswegen, ich glaube, ich muss nachher neu starten. そんなのダメよ。乗るのやめましょう。安心してください。乗り物もロープもかなり頑丈です。今までこれを壊した者はいませんでした。よかった。ここ、他に人はいないんでしょうか?
整備をする人や管理人くらいいてもいいと思いますが。いいえ、誰もいませんでしたよ。それが何か？いえ、少し気になっただけです。ちょっとちょっと葵さん、また疑ってんの？この人の話は本当だって分かったじゃん。信じようよ。そうかしら。ほら、寮を見てみなって。あんなに懐いちゃってさ。ママあらなあ、信じてやろうよ。あんだけカイトに疑われても俺らに協力してくれてるんだぜ。それはまあそうね。皆さん来ましたよ。私ロープウェイ乗るの初めてだな。楽しみ。さあ乗ってください。目的地へ行きましょう。Ich mache mir Sorgen um Minoru und die anderen, aber ich kann jetzt nur mit Kaito weitermachen. So, ich würde jetzt auch den Part beenden. Ich weiß, ist jetzt nicht der längste Part gewesen, aber dadurch, dass ich irgendwas mit Problemen mit den Einstellungen habe, ich meine, wenn ich es jetzt nicht hinkriege, werden halt die nächsten Part halt ohne Cam sein, aber ich muss jetzt erstmal echt gucken, warum das eine Verzögerung hat. Weil ich kann ja mal kurz die Cam wieder anmachen. Ja, jetzt ist die Verzögerung nicht mehr da. Warum? Ihr könnt ja mal mit dem Partner länger zurück. Zimmer ist das nicht. Ja. Wenn wir weitergehen, kommen wir bei der Seilbahn raus. Ja, jetzt ist tatsächlich die Verzögerung weg. Unfassbar, wir sind so lange gegangen, wer hätte gedacht, dass wir an demselben Ort rauskommen. Ach, Digga. Suchen wir einfach weiter. Sieh es mal positiv, vielleicht erspähen wir Mio vom Turm aus. Vielleicht, und wenn wir Empfang haben, können wir vielleicht alle zurück mit Mio. So oder so sollten wir hochsteigen und sehen, was passiert. Ich frage mich nur, warum diese scheiß Verzögerung gekommen ist. Ich habe vom CPU und vom Arbeitsspeicher benutze ich nicht mal ein Viertel. Oh, sugoi! Takai! Naja. Watashi ni mo misete! Kora, asobi ja nai nda! Kikikan ga tarinai zo! Maa, Shuji-san! 目的地はすぐそこだし、ちょっとくらいいいじゃん。しかしだね。最後まで何があるかわからない。警戒するに越したことはないぞ。もう、硬いな。ずっと気を張ってたら疲れちゃうじゃない。高いの、怖い。皆さん大丈夫ですよ。もうすぐ着きますからね。電波塔に着けばスマホ使えるわよね。そしたら助けが呼べる。ようやくこのサバイバルも終わりか。ええ、終わりますよ。あの電波塔の設備は生きているんでしょうか。あなたが離れていたということは。もしかしてどうかしら。え、それってどういう。やはりこの手でどうにかしなくちゃね。え、今なんと。あなたたちには感謝しないといけないわ。どうもありがとう。いやー、なんかわかんないけど感謝なんていいっすよ。あの生意気な子は逃がしちゃったけど、代わりに来てくれるなんて
ね。それも一度にこんなにたくさん。本当にありがとう。どうしちゃったの？わからないよ。大丈夫。後になるけど、あの子も捕まえてきてあげるから。何を言っているんですか？ママ？まあでも、あなたたちはここで終わりなんだけどね。Oh, wer hätte gedacht, sie ist eine hinterhältige Fotze. Way! Wusste man noch schon? Aber ich verstehe es trotzdem nicht. Diese, irgendwas stimmt mit der Cam nur nicht. Keine Ahnung. な怪我をしてる者はいないようだな。ねえ、何か変じゃない？ゴンドラが止まってる？あれ？ねえ、あの人がいない。え、マジで？Nein, jetzt ist gar nichts mehr. Ich weiß jetzt wieder, was das Problem war. Ich hatte letztes Mal für weil bei Dokkan brauche ich ja nicht so viel Ding. Also wenn ich das Handyspiel emuliere, brauche ich nicht so viel CPU. Ich habe höchstmögliche Framerate angemacht bei der Cam. Das ist natürlich dumm. Das versucht zwar, aber die Cam kann ja nicht mehr als 30 Bilder in der Sekunde. Deswegen hat es jetzt FPS. Deswegen hat es jetzt gesponnen. Jetzt geht's aber wieder komplett ohne Probleme. Weiß das nicht, warum ich das vergessen habe, wieder umzustellen. Ich wollte da nur was testen. Deswegen, ich denke gerade am PC kann es halt gar nicht liegen, weil der benutzt gerade mal ein Viertel von dem, was er hat. Also CPU ist bei 20% und der Arbeitsspeicher genauso. Deswegen hat es mich gerade verwundert. Jo. Weil als ich diese Einstellung gemacht habe, das war ja nur im Stream. Da habe ich ja nicht nebenbei aufgenommen, wie es ja jetzt der Fall ist. Und... Hä? Das hat sich jetzt nicht gerade gut verstanden. Oh Gott, ich schwöre, Rio ist so ein Spast. Der geht mir voll auf die Eier. Ernsthaft? Das ist sogar die... Ernsthaft? Genau die habe ich ja gemeint gleich beim letzten Part. Dass sie der ähnlich aussieht. Und dann ist sie auch noch die. Sehr kreativ auf jeden Fall. Kumo! Mata Kumo! Nani are, nani are! Yokai! Yokai Kumo Onna! Nante Okisa nano? Ano Onna Hishen die nochmal? Nibui, ne? Hier? 私の化粧がうまかったのかしらね。知らない人を信用しちゃいけないよ。笑ってる。怖。私はアルケニモン。あ、アルケニモン。別に覚えてくれなくてもいいわよ。だって、お前たちはここで死ぬんだから。さあ。この箱ごと生贄にしてやろうかね。どうしよう、シュウジさんどうする？だから僕は探索なんて嫌だったんだ。あいつ selber schuld、ihr habt auch die dumme Tussi an。怖いよ。Es fehlt nur noch Belze oder wie der andere hieß, der verknallt war in Arokenimon。Und dass die jetzt nochmal mit ihren Haaren Black Rock Cremo noch entschafft. Dann haben wir komplette Digimon Story 2. Super. Myotismon fehlt natürlich noch. Mama ga.
Egal, ich habe ein perfektes Bild für meinen Thumbnail. Jetzt kommt Kumemon seine Digitation endlich. Was sind das mit deinen Namen? Du meinst wegen Odrasir? Das hat jetzt einfach damit zu tun, dass ich ja zwei Kanäle habe. Ich tue ja jetzt Let's Play mit den anderen Videos ja wieder abtrennen. Für die Leute, die jetzt beispielsweise nicht merken. Yappari. Mama wa inai da. War lustig, dass der Chat irgendwie nicht angenommen wird. So. Das sind die Leute, die das nachher auf YouTube angucken, checken, was ich meine. Hast du Queen getestet? Ja, habe ich getestet, aber mir fehlt immer noch das Licht. Mit dem Licht, was ich besitzt habe, geht's nicht. So, weiter zur Story. Aber... どうしたの、お姉ちゃん。何見てるの、みゆき。 あれはゴンドラ。 途中で止まってるな。 みんながあそこで捕まっちゃったみたい。 おいおい、それってつまり あの女の仕業か? やっぱり化け物だったか。 だからあれほど言ってやったのに。 みんなどうなっちゃうんだろう。 急いで助けに向かおう。 ああ、行こう。 ああ、あの化け物女 ぶっ潰してやる。 行くぞ、ドラクモン。 はいよ。 Oh, geht's jetzt schon zum Kampf über? Wir überspringen einfach, lassen wir da hinlaufen. お前たちのせいでこの世界がおかしくなったのよ。お前たち人間の子供を生贄にすれば世界の崩壊は止まる。私たちは救われる。人間。あの帽子をかぶった女の子供を取り逃がした時は焦ったけど、その代わりに お前らを生贄に捧げてやるわ。これがあの人なのか。騙し討ちとは卑怯な真似してくれるじゃねえか。タクマ、気合い入れろ。こいつを倒して全員助けるぞ。あ、わかった。ゼロ、アクモン。ああ。 Aber ich hätte jetzt schwören können, dass ich mit Kunemon denke. Ah, nett. Okay, wir nehmen auf jeden Fall Citramon mit. Was? Ich darf nur eins mitnehmen. Was? WTF? Ja, scheiße, wir nehmen ich mit. Ich habe keinen Heiler. Labramon ist bei denen. Ich habe keinen Heiler. Ja, Spinnen. Also nämlich Bördramon. Feuer. In die Fresse. Egal, das war's auf jeden Fall für den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal machen wir Anokinimon kaputt.